Fantag in der NRW Arena. Das neue Team, das neue Trikot und viele Autogramme für die Phoenix-Fans. Hier ist Feuervogel TV. Ja, Feuervogel TV kann man ja auch online so abonnieren und dann hört man das ja immer, dann kriegt man das ja so per Nachricht. Ja, und so habe ich das auch abonniert. Und hier ist das ganz schön. Autogramme kann man hier bekommen von allen möglichen Phoenix-Spielern. Manche kommen aus Amerika, manche kommen auch hier von aus Deutschland. Ja, und gratis Getränke, war ganz gut hier. Kenn ich genauso. In der Saison sollen möglichst große Brötchen gebacken werden, die Gegner kommen in die Tüte und die Fans decken sich vorab ein. Das könnte hier aufstehen, aber schön. Ja, also neues Trikot hole ich mir auf jeden Fall. Ich hole mir wahrscheinlich das von dem Max Krämer. Kramer. Der kommt ja auch von BG, da spielt Zimmermann ja. Alle Namen korrekt abgespeichert hat natürlich auch die Stimme der NRW Arena. Also was wir jetzt im Moment gerade heute auch feststellen, ist, dass wir eine sehr, sehr homogene Mannschaft haben. Die Mannschaft ist jetzt im Moment, so wie sie zusammengestellt ist, wirklich klasse. Die Jungs verstehen sich unheimlich gut. Das Verhältnis zu unseren Sponsoren hat sich, denke ich, auch verbessert, weil auch wir uns immer weiterentwickelt haben und natürlich dann auch den Wünschen der Sponsoren immer weiter entsprechen können, unsere Möglichkeiten sich immer wieder erweitern. Und was die Fans betrifft, ich denke, da muss man gar nicht viel zu sagen. Die haben uns in den letzten Jahren in dieser Liga gehalten, die haben uns geholfen und man sieht auch die Resonanz heute wieder. Sie sind bei der Mannschaft, sie sind nicht weg von der Mannschaft und sie fiebern jetzt schon mit der Mannschaft. Und da kann man einfach nur immer wieder sagen, wir haben hier in Hagen ja wahrscheinlich die besten Fans der Liga. Keine Frage. Und für die wird der Stift gerne gezückt. Hier geht Björn Schoh auf Tuchfühlung. Bleiben Sie bei uns? Ja. Das ist gut. Ich habe Sie in den letzten Sommer gesehen. Ja. Sah gut aus. Dankeschön. Aber Sie müssen mehr Spritzer kriegen. Damit Sie den Paket verdrängen können. Da trifft er mich nicht. Nicht nur Feedback wie dieses sorgt beim Fantag für Spaß in den Backen. Auch die Phoenix-Sponsoren sind dabei, präsentieren sich und Schmankerl wie den Phoenix-Flaschenöffner aus Gold. So, jetzt stehen wir hier draußen vor der NRW Arena, vor dem Haupteingang. Drin war es gerade ein bisschen laut. Neben mir steht der Tobias Schilling, Geschäftsführer und Gesellschafter Metallpresswerk Hohenlimburg, der uns diese wunderschönen Flaschenöffner produziert hat, die in einem sehr, sehr aufwendigen Herstellungsprozess entstanden sind. Ja. Tobias, magst du mal ein bisschen? Genau. Drin in der Vitrine kann man sehen, da ist also ein Stück Stange und die werden bei uns klein gesägt, auf ca. 800 Grad erhitzt. Dann wird bis zu 550 Tonnen Kraft aufgebracht in einem Schlag. Das Teil ist dann im heißen Zustand verformt und hat mit einem Schlag dann die komplette Form. Tu, bitte. Ja, hör mal, jetzt wo du die Frage gerade stellst und den Vergleich heranziehen möchtest, das passt natürlich ganz gut. Diese Flaschenöffner sind mit sehr viel oder sind unter Einwirkung von sehr viel Hitze und von sehr viel Kraft produziert worden. Da haben wir natürlich Parallelen zu Phoenix. Auch wir sind alle heiß auf die neue Saison. Der Phoenix kommt ja sowieso aus der Hitze, aus der Asche. Und ohne ganz, ganz viel Kraft wären wir mittlerweile nicht mehr in der ersten Liga und würden nicht ins vierte Jahr erste Liga gehen. Und das ganze Herzblut, was Tobias, das war ja auch seine Idee, diese Flaschenöffner zu produzieren, hat er einfach mal die Idee gehabt und hat damit mal begonnen und uns alle damit überrascht. Ohne das ganze Herzblut, was alle bei Phoenix und um Phoenix herum haben, wäre das ganze Projekt ja hier in Hagen sowieso nicht möglich. Mit Herzblut und Hagener Jungs wie Storch Bernd Krohl. Trotz des Größenunterschieds mit seinen Fans auf Augenhöhe. Ja, wir wohnen nebenan und sind sehr gute Freunde. Nachbarn, genau. Ich kaufe mir jetzt noch eine Dauerkarte von Phoenix Hagen. Habe jetzt noch keine. Er hatte schon eine. Ja, aber das kann man ja alles noch bestellen. Gute Idee und dann immer schön zusammen zu den Heimspielen in die NRW Arena. Teddy Marx, Kfz-Sachverständiger, Sponsor von Phoenix Hagen, aber nicht nur das, er ist in Hagen überall unterwegs, ob es im sozialen Bereich, karitativen Bereich ist, im kulturellen Bereich, aber selbstverständlich natürlich auch im Sport. Teddy, toll, dass du da bist. Im Feuervogel TV wollen wir ein bisschen nämlich darüber berichten, was hier heute so passiert. Und du stellst dich ja hier den Fans von Phoenix vor, mit dem, was du tust. Ja,
Ja, ich bin ein freies Kfz-Sachverständigenbüro mit über 25-jähriger Diensterfahrung. Biete an, Hilfe in jeder Art rund um Unfallschäden, Fahrzeugbewertungen jeder Art, Zweiräder, Vierräder, Trecker, Landmaschinen, alles was kaputt gehen kann, auch solche Dinge mehr, alles was mit dem Auto oder irgendwelchen Fahrzeugen zu tun hat, ist meins. Aus einer Hand, bei dir, kompetent und vor allem, das darf ich so sagen, immer schnell und zuverlässig. Da bemühe ich mich drum, natürlich, so wie das sein soll. Und immer dann, wenn der Kunde mich braucht, versuche ich relativ schnell auch da zu sein, auch am Wochenende. 7 Tage die Woche, das ist dein Motto und das erleben wir nicht nur bei dir jetzt im beruflichen Kontext, sondern auch bei uns. Ja, das stimmt. Denn das ist, glaube ich, eine Haltungsfrage, das ist eine Einstellungssache. Entweder man ist so ein Typ und sagt, ich engagiere mich, dann aber auch zu 100%. Ansonsten lasse ich die Finger davon. Toll, dass du bei uns dabei bist, toll, dass du zum Team gehörst und dass du Phoenix unterstützt. Mache ich sehr gerne. Danke. Tschüss. Basketball war immer mein Sport. Die ganzen Jahre über, ich habe mit 9 Jahren angefangen bei der BG in Hagen zu spielen, damals noch Deutscher Eiche Kückelhausen und bin dann immer wieder auch hier zu den Spielen vom Brand Hagen, vom SSV Hagen damals noch gegangen und habe eigentlich schon immer ganz lange die Kontakte gehabt und als dann eben die Anfrage kam, ob ich bereit wäre, den Hallensprecher hier bei Phoenix Hagen zu machen, habe ich natürlich mit Freuden zugesagt, weil es einfach wirklich eine Herzensangelegenheit auch für mich ist, in Hagen auch dem Basketball weiterzuhelfen und einfach auch die Erfolge wieder nach Hagen zu bringen, die wir in den 70er Jahren hier schon gehabt haben. Ja, es gab einen Moment, wo ich mich so gar nicht mehr halten konnte. Das war allerdings, es gab 2 Momente, wenn ich ehrlich bin. Es gab einen Moment hier zu Hause bei einem Spiel gegen Bayreuth, wo in der Halle auf einmal Ruhe herrschte. Wir lagen kurz vor Schluss mit 10 Punkten zurück. Und ich habe dann einfach versucht, mit aller Macht und aller Stimmkraft, die ich hatte, die Halle wieder auf die Beine zu bringen. Und das ist mir total gelungen und wir haben das Spiel dann noch gewonnen. Und das war also schon wirklich ein Moment, wo ich gedacht habe, naja, das war es eigentlich gar nicht mehr so du, weil das ist gar nicht so meine Art. Und der zweite Moment war eigentlich der Moment des Aufstiegs in Bayreuth. Da war ich wirklich völlig am Ende und da habe ich auch richtig Tränen vergossen, weil das war so ein emotionaler Moment hier bei Phoenix Hagen. Ich hoffe, dass wir sowas nochmal irgendwann erleben werden, vielleicht wenn wir die Playoffs erreichen. Aber das war etwas, was ich ganz, ganz lange in Erinnerung behalten werde. Recherche insofern, dass man vor der Saison schaut, wie stören sich die anderen Mannschaften auf, welche Spieler holen die, welche Spieler sind gegangen, dass man so ein bisschen das Bild bekommt, was kommt da für eine Mannschaft auf einen zu. Ansonsten ist man da schon so lange im Geschäft, dass man die Leute kennt, man kennt die Trainer, man kennt die Spieler und weiß auch, was da auf einen zukommt. Ansonsten der Wunsch, den ich einfach noch habe, ist mit diesem wahnsinnigen Publikum, was wir hier in Hagen haben, was sich über die Jahre wieder aufgebaut hat, einfach weiterzukommen mit Phoenix Hagen und dann auch die Playoffs zu erreichen. Das ist erstmal das Nahziel und das ist erstmal der Wunsch, der im Moment wirklich vorrangig ist. Auf geht's Phoenix. Am 3. Oktober Saisonstart in der NRW Arena. Zu Gast Gießen.